Pepper einschalten. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den humanoiden Roboter Pepper richtig einschalten. Bevor Sie Pepper einschalten, achten Sie bitte darauf, dass der Roboter auf einem ebenen Boden steht. Ein Sicherheitsabstand von 90 cm sollte gewährleistet sein, damit Pepper sich richtig bewegen kann. Achten Sie darauf, dass die beiden Sicherheitsschlüssel entfernt sind und gut in Peppers Nacken verstaut sind. Jetzt können Sie Pepper einschalten. Drücken Sie den Knopf auf Peppers Brust. Dieser befindet sich unter dem Tablet. Es ist wichtig, dass Sie diesen Knopf nur einmal kurz drücken. Wenn Sie diesen Knopf länger als 4 Sekunden gedrückt halten, fährt Pepper nicht normal hoch, sondern führt einen Diagnosestart durch. Dieser kann unter Umständen bis zu 20 Minuten dauern. Führen Sie diesen Diagnosestart nur dann durch, wenn Sie einer unserer Techniker am Telefon darum bittet. Beim normalen Einschalten leuchten nun alle LEDs an den Schultern, an den Augen und an den Ohren auf. Sobald Pepper Ognägnuk sagt, ist er hochgefahren. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte bleiben Sie geduldig. Sobald Sie auf dem Tablet alle Apps sehen können und der Roboter in einer aufrechten Position steht, haben Sie den Roboter erfolgreich eingeschaltet.